Was glaubt man, sie weiter außer dir? Und heute mit der Frage, was kommt demnächst in Dokkan? Sowohl in Global als auch in JP könnte es etwas mit dem Dragon Ball Super Broly Film zu tun haben. Ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, denn gestern haben wir den letzten Trailer zum Film bekommen. Wir wissen, dass nächste Woche eine bestimmte Gruppe, sage ich mal, oder eine bestimmte Anzahl an Personen den Film in Japan vorerst schon vor der Premiere sehen können. Der Kinostart in Japan ist jedoch der 14. Dezember 2018 und für Nordamerika sollte das der 16. Januar sein 2018. Aber was könnte das eben für Dokkan heißen? Darauf werden wir gleich drauf zurückzukommen, um darauf erstmal aufbauen zu können, ob irgendwas zu einem Broly-Film kommen könnte oder nicht. Wir müssen uns erstmal aktuell ansehen, was denn auf beiden Versionen abgeht, beziehungsweise worauf es dann hinausläuft. Nun, in JP, im japanischen Dokkan-Battle, momentan ist Metal Cooler noch online. Sein Dokkan-Festival geht bis zum 16. November. Auf Global auf der anderen Seite haben wir noch Evolution Vegeta Blue online und sein Dokkan-Festival geht bis zum 14.11. und die Celebration um ihn herum geht bis diesen Montag. Deswegen, dementsprechend gucken wir uns erstmal den Stand auf Global an. Wir haben nämlich heute einen Data-Download bekommen. Gewisse neue Sachen werden reinkommen. Ihr seht schon die ganzen Karten. Wir haben zum einen World Tournament Charaktere. Die ganzen Release-Zeiten habe ich auf Twitter gepostet. Könnt ihr euch gerne ansehen. Wir haben hier das Awakening für Gohan, für den Goku etc. Chichi sollte für das World Tournament. Das World Tournament geht, by the way, am Freitag los um 7.30 Uhr unserer Zeit, 9.11. Und da wird wahrscheinlich diese Chichi ist World Tournament Preiskarte. Sowas in JP, wenn mich alles täuscht. Die Charaktere, die ihr hier seht, der Piccolo, Gohan und Goku bekommen ihr Awakening. Das Ganze kommt, wie gesagt, dann am 9.11. 7.30 Uhr online. Aber dann haben wir hier Lord Slug, Kalten Goku. Lord Slug, sein Story-Event mit dem Kalten Goku Free-to-Play. Kalten Goku werden online kommen am 12. November, 7.30 Uhr unserer Zeit mit LR Bardock, Freunde. LR Bardock ist auch in den Daten. Nur LR Bardock wird in seinem Banner kommen am 12. November, 7.30 Uhr unserer Zeit. Und ab dem 12. November sollte auch eine neue Celebration starten, da werde ich gleich noch zurück zu sprechen kommen, weil die aktuelle da endet. Aber wir haben hier auch Monaka, ein Monaka, Freunde, dieser kommt am 15.11. online, das sollte ein Free-to-Play-Monaka sein, aber das ist kein Monaka, denn um es richtig zu sagen, ist es eine weitere Virus-Karte. Der Name des Charakters ist Virus, in Klammern Monaka-Kostüm, also dabei handelt es sich um den Boy. Sollte, wie gesagt, ein eigenes Story-Event sein, denn wir brauchen hier 10 Medaillen von Monaka, 10 Medaillen von Virus, um ihn awaken zu können. Und dann in diesen Status, ihr könnt gerne mal ansehen, das ist dann quasi seine TOE-Version, sollte ein Free-to-Play-Charakter sein. Ist ja an der Stelle ein Representative of Universe 7 Kategorie-Leader, diesen gibt mir Key plus 3, HP, Attack 50%, macht Supreme Damage, zahlt aber 7% seiner HP bei der Ulti, bekommt 77% auf den Angriff für 4 Runden, nachdem er angegriffen wurde. Und erhöht seinen Angriff bis zu 77%. Je weniger HP er hat, desto höher ist der Boost an der Stelle. Links jetzt haben wir auch die. Ihr seht, wie gesagt, ist eine Viruskarte. Aber in Klammer Monaka-Kostüm an der Stelle. Witzige Free-to-Play-Karte, super physisch. Kommt am 15.11. online, wie gesagt. Dann haben wir noch einen Majin Vegeta und einen Super Saiyan 2 Goku. Das, beziehungsweise die beiden Charaktere werden kommen zu der zweiten Season von Battlefield. Die zweite Season geht am 17.11. 37 unserer Zeit online. Heißt, das ist quasi das, was ihr demnächst für Global Dokkan erwarten könnt. Wie gesagt, die ganzen Informationen, die ganzen Release-Daten habe ich auf jeden Fall noch auf meiner Twitter-Page. Dann haben wir aktuell wieder das Event von Vegeta online. Könnt ihr euch gerne ansehen. Die Stage von Bardock wurde erneuert. Geht hin, ihr könnt da bis zu 20 Stones euch erstauben, wenn ihr das einmalig macht, alle Stages. Was man hier mitnehmen kann, ist dieser Bardock hier, der aus Stage 8 Job kann man awaken, indem ihr die Medaillen seiner Crew holt. Je 3 braucht ihr, um ihn dann zu einem Bardock Giant Ape zu awaken. Ihr könnt ihn auf SA10 bringen, das ist ein Free-to-Play-Charakter. Ihr könnt die Dupes öffnen, wenn ihr mögt. Auf 100% muss man nicht unbedingt bringen, aber als Free-to-Play-Charakter würde ich auf jeden Fall auf SA10 bringen und dann ihn awaken. An der Stelle ist aber auch dann, wenn ihr ihn awakt, eine farmbare SA für den Tech Giant Ape Bardock. Und Toda hat sein Awakening bekommen, Freunde. Toda, wirklich eine sehr, sehr gute Unit. Er gibt nämlich, er ist ein sehr gutes Supporter, eine sehr gute Alternative für Thales, oder auch wenn ihr Thales habt, könnt ihr beide spielen, in dem Pure Saints Team zum Beispiel, denn Tora nach seinem Awakening gibt jedem verbündeten Key plus 3 auf den Angriff 30% und hielt sich um 6% der HP am Anfang der Runde pro Giant Form Charakter, der im Team vertreten ist, Maximum ist 18%, er ist selbst ein Giant Ape Charakter, also um 6% mindestens hielt er sich immer, kann bis zu zweimal in Giant Ape Modus gehen, ihr braucht da 10 Medaillen von Bardock, 10 von Tora, ihn würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr ihn habt, ist ein Summon SSR, ihn zu awaken. Borgos hat ebenso sein Awakening bekommen, aber auch unser Boy Lord Shugesh an der Stelle.
Außerhalb davon wurden im Barbershop 3 weitere Kopien für Vegito hinzugefügt, für LA Vegito Blue gegen Incredible Gems. Könnt ihr euch hier holen an der Stelle. Leider hat man aber noch nicht die Medaillen, um diese Version auf den TOR-Version zu bringen, beziehungsweise an sich eine zweite Version. So viel dazu. Und es fehlt noch eine Kopie, eine letzte Kopie, um dann quasi den zweiten Vegito, den man zum Beispiel in der Zukunft auf die TOR-Version bringen kann. In die Zukunft, ja, die Medaillen gibt es noch nicht, falls ihr einen auf den LA schon gebracht habt. Da fehlt dann, wie gesagt, noch eine Kopie, damit man ihn auch auf 100% bringen kann. Naja, so viel dazu. Und ein Banner ist online, das Double Rate Banner von unserem Boy, beziehungsweise die Boys, die hier gelistet sind. Diese sind quasi featured wegen den Events, die online gekommen sind. Sei es die Great Apes, sei es Vegeta etc. Und alle anderen LR nicht featured natürlich. Alle nicht Dokkan X und LR sind nicht featured in den Banner drinnen. Aber jetzt, da wir von dem Banner sprechen, würde ich keinem empfehlen, zusammen. Aus diesem Banner will man, es sind zwar Double Raids, aber man will wirklich nur die LR, mehr oder weniger. Und wenn man diese nicht zieht, dann kann das wehtun. Aber in Anbetracht dessen, Freunde, eben zu der Frage, was kommt demnächst in Dokkan, sei es Global oder JP, würde ich eigentlich vorerst jedem empfehlen, Freunde, spart eure Stones für das, was kommt. Was kommt denn auf uns los oder was meinst du damit? Gucken wir uns das Ganze erstmal an. Nämlich, wir haben jetzt natürlich von der Timeline her, in Anbetracht dessen, wie es auf JP lief, sind wir hier bei in Global auf Evo Vegeta, LR Bardock. Kommt, wie gesagt, am Montag an der Stelle. Okay, zu LR Bardock, wie gesagt, sollte eine andere Celebration kommen. Eine neue Celebration, eine neue Campaign, um es besser zu sagen. Leaker Dokkaner, der Dokkaner Shoutout an Dokkaner Team Dokkaner, hat geleakt, dass nächste Woche eine ähnliche Kampagne wie die Tanabata Campaign auf JP stattfinden sollte. Die Tanabata Campaign auf JP war eine Kampagne. Tanabata an sich ist ein eigenes Fest in JP, deswegen denke ich, dass die Kampagne auf Global ein bisschen anders heißen wird. Aber was ging in der Tanabata Campaign? Die war wirklich gar nicht mal so schlecht, ging 4 Wochen. Da kam zum Beispiel Full Power Goku in seinem Dokkan Festival Banner. LR Vegito und LR Goita haben ihr Comeback gefeiert. Und easy. Es gab ein Extreme Set für Ultimate Gohan, man hat Wish Strips bekommen, man konnte Charaktere aus dem Barbershop holen, Porunga kam für eine Woche zurück und. Es war schon eine gute Celebration auf jeden Fall an der Stelle. Und demnächst sollte das eben auch auf Global kommen und gerade, wo ich es sage, Shoutout an Kowai, der hat nämlich gesagt, dass am 21. November, Freunde, für Global eine Thank You Celebration starten sollte. Und diese Thank You Celebration, die könnte eben mehr oder weniger diese Tanabata Campaign für Global sein. Nun, aber ich habe ja gesagt, am 12.11. kommt noch eine Celebration. Könnte sein, dass es vielleicht eine Woche Filler Celebration ist oder ab, dass da schon diese Tanabata Campaign von Global mehr oder weniger losgeht und an diese Thank You Celebration anschließt oder je nachdem, wie das Ganze verlaufen wird. Da werden wir nächste Woche schlauer, Freunde. Worum es mir jetzt geht, ist eben da, wo wir einkalkulieren können, was demnächst kommt. Wie gesagt, ab Montag sollte eine Celebration kommen, ob es die oder jene ist, ist vorerst mal gar nicht mal so wichtig. Aber welche Charakter könnte denn mit ihm kommen? Denn ich denke, Freunde, Vegeta ist ja bis zum 14.11. online. Ich denke, bis Dezember dann, bis zum Start des Filmes, des Kinostarts in Japan, der 14. Dezember, denke ich, dass mindestens, was ist mindestens, sondern ich denke, dass ein Dokkan-Festival-Charakter noch kommen sollte, eben dann zu der Celebration, die kommen wird. Sei es jetzt nun Future Gohan, der wäre eigentlich der nächste in der Timeline, oder Full Power Goku, wobei man eher annehmen könnte, dass es Full Power Goku sein könnte, wegen der Tanabata Campaign, weil in JP kam er zu der Tanabata Campaign, ist erstmal egal, ob es Future Gohan ist oder Goku, meine Freunde, denn mir geht es um etwas ganz anderes, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Bei Future Gohan, falls er kommen sollte, sage ich mal, ob man für ihn sammeln sollte, eher nicht, aber in seinem Banner sind Super Saiyan 3 Bardock, Vegeta Blue, das sind zwei gute Units, so ist nicht. Bei Full Power Goku sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, da kann man auf jeden Fall sammeln. Er ist eine sehr gute Unit, alleinstehend, aber auch, wie gesagt, wie wir schon sehen, in der Tanabata Campaign auf JP kam er, beziehungsweise kam das Banner wieder online, ein Comeback von LR Vegeta und LR Gogeta und sie waren in so einem Dokkan-Festival-Banner enthalten. Da waren zwar 12 SSR gefeatured, aber da war auch der neue Full Power Goku, da war Gogeta, da war Physisch Super Vegito und so weiter und so fort. Das waren die Featured-Charaktere. Das Banner an sich war gar nicht mal so schlecht. Ist quasi mehr oder weniger eine LR-Banner. Nicht ganz, denn es ist ein Dokkan-Festival-Banner und deswegen hat man auch Dokkan-Festival-Charaktere mit den zwei LR-Charakteren. Aber da ist die Rate, da war die Rate für einen Featured-Charakter 3%. Also ob man da sammeln sollte oder nicht, das besprechen wir dann, sobald das Ganze online kommt, Freunde. Worum es mir jetzt geht, ist quasi, jetzt sind wir in den Standpunkt, Global Celebration endet demnächst, auf JP ebenso. Auf JP kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht ein
ein, zwei, drei Wochen Filler kommt oder vielleicht ein neuer LR oder auch ein Dokkan-Festival-Charakter, je nachdem. Jedenfalls haben wir eben diese Lücke, dass wir Mitte November sind und dann Mitte Dezember Kinostart von Broly, und da haben wir eben diese Lücke, wo auf Global irgendein Dokkan-Festival-Charakter kommen sollte. Wie gesagt, man nimmt stark an, weil eine ähnliche Celebration wie die Tana Battle Campaign kommt auf Global, dass es Full Power Goku sein könnte. Ich würde aber Future Gohan nicht ausschließen, weil nur weil es eine ähnliche Kampagne ist, muss es nicht heißen, dass auch Full Power Goku kommt, meiner Meinung nach. Man könnte auch Future Gohan in diese Kampagne reinpacken, wisst ihr, was ich meine? Aber ich bin da auch eher ein Befürworter dazu, dass wenn so eine ähnliche Kampagne kommen sollte, dann sollte eigentlich auch Full Power Goku kommen, mehr oder weniger. Kurzer Cut, Freunde, und zwar haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass im Endeffekt bis zum Kinostart ein Dokkan-Exo-Charakter kommen sollte. Ob es Future Gohan ist oder Goku, sei mal dahingestellt. Aber eigentlich hat man Full Power Goku für Weihnachten einkalkuliert, eben wegen dem Weihnachtsgeschäft und einer ähnlichen Celebration wie das von Tanabata auf JP. Wenn das jetzt aber vorgezogen wird, dann hat man eben andere Pläne für Weihnachten, und da kommt eben dann dieser Dragon Ball Super Broly in Frage. Außerhalb davon vergesst immer einen Charakter für Global, nämlich Hit. Wir haben einen Dokkan Exo Hit gewählt. Und was wäre, wenn sie diesen Hit raushauen in dieser Dankeschön-Kampagne, weil eben auch so ein Story-Event online kommt mit Beerus, mit einem Monaka-Event, sage ich mal mehr oder weniger. Das, meine Freunde, ist im Endeffekt eine wirklich sehr große Spekulation von mir. Aber damit er eben einfach mal genannt wurde und wir ihn nicht vergessen haben, wegen der Timeline, wollte ich es auf jeden Fall nochmal aufwerfen, die Sache mit Hit. Heißt, Freunde, diese Tanabata-Kampagne ging 3-4 Wochen. Wir haben Mitte November, wir haben 3-4 Wochen und dann sind wir Mitte Dezember. Und Mitte Dezember ist der Kinostart von Dragon Ball Super Broly. Und jetzt mag vielleicht der ein oder andere mal mögen, hey Osir, okay, aber das ist ja erstmal der Kinostart in JP. Heißt, der sollte doch erstmal, oder wenn überhaupt etwas kommt zu Dragon Ball Super Broly, was ich sehr stark vermute, das sollte doch erstmal in JP kommen. Jein, ihr habt zwar recht, aber wir hatten nämlich schon mal etwas, was von das Dragon Ball Super Broly Movie oder dem Movie, wo eine Celebration um den Film war, sage ich mal. Und das war zeitgleich auf JP und auf Global. Das war nämlich das Extreme Z Battle, Freunde, von dem Broly, von dem Dragon Ball Super Broly, das online kam, damals auf beiden Versionen gleichzeitig, völlig unabhängig davon, dass überhaupt der Kinofilm losging, Kinostart gab, etc. Das war einfach nur so eine kleine Vorbereitung, eine kleine Movie-Announcement-Celebration. Da wurde der Film angekündigt und zack, kam auf beiden Versionen gleichzeitig etwas zum Dragon Ball Super Broly. Und deswegen, Freunde, nimmt man sehr stark an, dass zum Kinostart auf beiden Versionen etwas zum Dragon Ball Super Broly Film kommen könnte. Und ich nehme es auch sehr stark an, Freunde. Das ist nämlich eine Quelle für die Entwickler, sei es Banner oder Akatsuki, die wirklich viel Einnahmen bewerkstelligt. Aber außerhalb davon ist es auch etwas Großes, sage ich mal, das in den beiden, nicht nur im Dokkan passiert, sondern an sich in der Dragon Ball Welt passiert, nämlich der Start vom Dragon Ball Super Broly Film, Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ist die Message, die ich euch hier vermitteln will, auf jeden Fall: spart wirklich eure Stones, denn wenn, und ich bin mir ziemlich sicher, da wird etwas kommen zum Dragon Ball Super Broly Film, zum Kinostart, mehr oder weniger in Dokkan, Global und JP. Wenn das kommt, dann solltet ihr auf jeden Fall bereit sein, hoffentlich, und indem ihr dann quasi Stones habt, damit wir da auf jeden Fall wissen, was uns demnächst erwarten könnte, Freunde, in dieser nächsten Timeline. Bin ich und beziehungsweise hoffe ich, konnte ich euch das Ganze näher bringen, Freunde. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Dragon Ball Super Broly Film, wenn der Kinofilm losgeht, denkt ihr, da kommt was in Global, ja, nein? Oder ein Dokkan auf beiden Versionen gleichzeitig, Freunde? Ich denke sehr stark schon, weil das eine sehr gute Chance für das Unternehmen, sei es, wie gesagt, Banner Akatsuki, da was Großes rauszuhauen und quasi da Profit zu machen, zumal auch quasi sie durch das Zone of Infinite Celebration, das auch und auf beiden Versionen gleichzeitig online war, sehr viel Profit gemacht haben und deswegen sowas auch für sie im Gunsten ist, sage ich mal, wenn sie auf beiden Versionen gleichzeitig was raushauen, Freunde. Wie gesagt, wichtige Message für euch: spart eure Stones. Geht nicht in das Subreddit-Banner, geht nicht in das LR-Banner. Das sind wirklich nur Filler-Banner. Da wollt ihr nur die LR, und wenn ihr die nicht seht, dann tut das weh. Wenn dann quasi der nächste Dokkan Exo-Charakter Future Gohan ist oder Full Power Goku, da können wir nochmal drüber sprechen, ob man das sammeln sollte oder nicht. Aber selbst dann würde ich vielleicht sagen, zügelt euch mit den Stones. Auch bei Evo Vegeta jetzt, auch wenn ich gezogen habe. Weil das, was zum Dragon Ball Super Broly-Film kommen wird, auch in Dokkan, da bin ich mir sehr sicher, Freunde, es wird auf jeden Fall etwas sehr, sehr Großes, weil es, wie gesagt, für das Dragon Ball Universum an sich etwas Großes ist, Freunde. Wie gesagt, jetzt wirklich lange Rede, kurz Sinn. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.